Die Rede habe ich empfunden als sehr einseitig, muss ich sagen. Also er hat durchaus deutlich gemacht, was erreicht wurde. Und ich glaube wirklich, dass das keine einfache Sache war, mit den Verhandlungspartnern am Tisch zu sitzen. Aber mir hat ein bisschen hat mich gestört, dass es sehr alternativlos klang. Also nicht genau auf dem Finger, mit dem Finger drauf gezeigt, wer durchaus eine große Verantwortung daran hat, dass es nicht zu anderen Koalitionsgesprächen gekommen ist und im Endeffekt vielleicht auch keiner mit Frau Merkel regieren will. Die Rede von Martin Schulz war sehr sachlich, am Sondierungsergebnis orientiert und klar auf das Ziel ausgerichtet, die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen diesem Parteitag zu empfehlen. Und sind Sie für oder gegen die GroKo? Ich bin für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen und am Ende entscheiden unsere Mitglieder, ob es eine GroKo geben wird. Ich bin der Meinung, dass wir sowohl in der Regierung als auch in der Opposition gestalten können. Aber ein Erneuerungsprozess und ein wirkliches Gestalten wird in einer Regierung für die SPD einfacher sein. Und ich bin ja auch der Meinung, dass unsere Partei, die Sozialdemokratie in Deutschland, die nötige Stärke hat und die nötige Kraft, auch in einer Regierung ihr Gesicht zu zeigen und für dieses Land Verbesserungen zu erreichen. Es ist kein Selbstverständnis, dass wir in einer GroKo klein werden. Wir müssen uns selbst mit Selbstbewusstsein groß machen und nicht klein machen lassen. Bauchgefühl habe ich jetzt in dieser Abstimmung keins. Und meine Position ist, dass ich gegen die Große Koalition votieren werde. Ja, ich habe aufmerksam zugehört, so wie viele Delegierte natürlich auch, beziehungsweise wie alle, weil es natürlich das eine ist, was man über die Presse vernimmt. Es ist nochmal was anderes, heute hier von ihm dargestellt zu bekommen, wie er das Sondierungsergebnis sieht. Insofern gespannt, aber ich muss gestehen, ich bin noch nicht so richtig überzeugt von dem, wo der Weg hinführen soll. Das heißt, Sie sind eher gegen die GroKo? Exakt, das bin ich, ja. Können Sie dagegen stimmen? Ja, so sieht es nach derzeitigem Stand aus, sofern jetzt nicht irgendein Sprecher kommt und mich vollkommen überzeugt. Aber ich tendiere zu Nein. Ich habe mir sehr intensiv das Ergebnis des Sondierungspapiers angeschaut. Ich glaube, dass alle Delegierten heute es sich nicht einfach machen, weil wir wissen, dass es eine schwierige Entscheidung ist, die uns bevorsteht. Aber es gibt viele grundsätzliche Erwägungen und es gibt auch einfach die Tatsache, dass die AfD in der Opposition Mehrheitsführer wäre und das, glaube ich, können wir als SPD nicht zulassen. Ich glaube, Martin Schulz hat da eine ganz gute Abwägung gemacht zwischen den Vorteilen, die eine große Koalition durchaus bringen würde, aber gleichzeitig auch dargestellt, dass es für die SPD natürlich auch ein Problem ist, wenn wir in eine große Koalition gehen, weil wir die letzten 4 Jahre schon, naja, nicht mit uns selbst zufrieden waren und dann eben ganz viel Kompromisse machen müssen. Und eine Partei muss irgendwann auch mal Farbe bekennen und erkennbar bleiben. Haben Sie sich denn schon entschieden? Ehrlich gesagt noch nicht. Ich gucke jetzt die nächsten 4 Stunden noch, was die Debatte so sagt und werde mich dann entscheiden, wofür ich stimme. Also er hat mich jetzt nicht davon überzeugt, das jetzt mitmachen zu müssen oder das jetzt mitzumachen, aber ich glaube, man hat gemerkt, dass auch eine Last auf seinen Schultern liegt. Und insofern war das jetzt auch nicht der Zeitpunkt, irgendwie eine mitreißende, grandiose Rede zu halten, sondern es war sehr ernsthaft. Und ja, es gibt ein paar Defizite, die ich da sehe oder bestimmte Punkte, wo er mich nicht erreicht hat, aber man wird jetzt sehen, wie die Debatte weitergeht. Die Rede fand ich konzentriert und Abstimmungsverhalten ändert sich nicht. War vorher für mich klar, die Mitglieder sollen entscheiden. Und auch Kevin Kühnert hat ja eben toll geredet, rhetorisch hervorragend, inhaltlich mir auch nahe, aber am Ende möchte ich, dass die Mitglieder entscheiden über ein Ergebnis von Koalitionsverhandlungen.